Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir einen Wettbewerb gemacht und Terzhofen angeschaut. Das ist eine große Stadt. Heute gehen wir in die Arena. Hey, hallo, wie sieht es aus? Auf dem Weg zum Champ? So eine Arena wie hier? Sowas hast du noch nicht gesehen. Weißt du, und weißt du warum? Weil du sie gar nicht sehen kannst. Haha, drin ist nämlich stockdunkel, aber keine Sorge. Ich habe eine Taschenlampe. Die werde ich dir überlasten. Die Trainer in der Arena haben auch Taschenlampen. Scheint eine Lampe auf einen Trainer oder sie erwischen dich mit ihrer, heißt es kämpfen. Aha, es kommt noch was Wichtiges, es geht um die Fußbodenfelder. Findet zuerst das blaue Feld im Raum und merkt sein Muster. Okay, das ist, ich mag, dass man erstmal eine unglaublich lange Erklärung bekommt, bevor man die Arena betritt. Das ist ziemlich aufmunternd. Warum ist hier ein Zwielicht? Hallo? Ich würde gerne kämpfen, ehrlich gesagt. Hey, du bist noch nicht mal in der Nähe der Tür. Du weißt ja, dass du mich besiegen musst, bevor du gehen kannst, oder? Ich schätze, ja, denke ich. Keine Ahnung, nicht so sicher, ehrlich gesagt. Traunmagil! Oh, das ist ein gefährliches Pokémon. Aber kein Problem für die gute alte Sitzbank. Ich meine, ist Traunmagil ein gefährliches Pokémon? Ich bin nicht mal so sicher. Es hat auch noch ein Traunmagil und es hat gerade Heuler eingesetzt. Und Heuler für sich ist nicht unbedingt einer der gefährlicheren Angriffe. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Heulers, der Angriff, den ich ehrlich gesagt so gut wie nie also einer der Angriffe, die ich so gut wie nie einsetze und immer bei der Erstgelegenheit auf jeden Fall verlerne, denn Heuler ist nicht gut. Wenn wir sowas wie Charme haben oder sowas, einfach den Angriff stark senkt, das ist okay. Aber um eine Stufe den Angriff senken, das ist es in nur sehr wenigen Situationen wert, wenn man vielleicht was fangen will. Und das Pokémon nicht so viel Schaden machen soll oder so, dann ist es wahrscheinlich okay, aber in den meisten Situationen absolut fürchterlich. Und ein Wheelie! Oh Gott, warte, ein Wheelie? Oh nein, das wird ein bisschen dauern. Machen wir erstmal einen Konfustrahl. Ich denke, dann werde ich einen Scheinwerfer machen, um die Spezialverteilung zu senken und dann hoffe ich auf das Beste. Komm schon, verletzt sich selbst! Yes! Vor Verwirrung, ich will keinen destruktives Verhalten irgendwie fördern oder so, aber plötzlich selbst, really. Das klingt nicht gut. Das wird dann gerade gesenkt. Ich habe ja eigentlich eher aufgepasst, aber ich schätze, ich mache mal eine Hydro-Pumpe an dem Punkt. Ich denke, sollte akzeptablen Schaden machen. Hydro-Pumpe trifft übrigens wirklich gut. Ich dachte, dass Hydro-Pumpe viel öfter daneben gehen sollte, aber das ist ein sehr zuverlässiger Angriff, was mich sehr erstaunt. Und volle KP für die gute alte Sitzbank. Ein paar Erfahrungspunkte. Aber echt nicht viele. Warum sind das so 468 gewesen? Huh. Hey, Level 10 für Schneeblein. Ack, ich hätte irgendwas mit meinem Pokémon gewinnen sollen. Windpark an die erste Stelle. Versuchen wir den guten alten Krokodok mal wieder. Krokodok konnte lange nichts mehr machen. Buh, hab ich dich erschreckt? Dieser Kampf wird es auf jeden Fall tun. Ich bin so erschrocken von diesem Kampf. Libiskus. Oh, das ist so gefährlich. Was mache ich denn jetzt am besten? Krokodok sollte übrigens Bedroher haben fürs Protokoll. Oh Gott, nein. Nicht Anziehung. Ich meine, das ist Libiskus. So ein Stück weit das Anziehungs-Pokémon, aber starr vor Liebe. Das ist okay. Wir sind vorbereitet. Keine Sorge, Krokodok, ich habe das richtige Mittel für dich. Die rote Flöte. Was ihr dachte, ich werde die nicht einsetzen können, aber oh doch. Ich habe einen Weg gefunden. Body Check. Das wird nicht so stark sein von Libiskus. Biss! Kannst du bitte aufhören, meine Zeit zu verschwenden, Libiskus? Also, ernsthaft? Und setz bitte nicht nochmal Anziehung ein, das würde mich alles nur langwieriger machen. Ja, mach mal den Bodycheck. Ich mag, dass Bodycheck an sich ein starker Angriff ist, der sogar Rückstoßschaden macht und sowas, aber wird von dem Libiskus eingesetzt, was einfach nur ein kleiner, weicher Fisch ist. Und Schneeblein ist auf Level 11. Oh, ups, das endet nicht wie gewünscht. Mein Kampf endet wie gewünscht. So, dann würde ich sagen, ich bestelle ins Pokémon Center. Und was Leute meint, weil ich meinte, oh, wäre es nicht besser, wenn man mit Pokémon die Arena nicht einfach beliebig verlässt und ins Pokémon Center gehen könnte. Das ist Sache, die Pokémon Schwert und Schild der Fall ist. Ich erinnere mich nicht daran, weil
Aber ich habe gar nicht versucht, es zu verlassen. Ah ja, das ist scheinbar eine Sache. Ich hatte absolut keine Ahnung mehr. Ich habe es auch nur einmal gespielt. Fürs Protokoll. Pokémon Schwert und Schild war irgendwie... Es war seit sehr vielen Jahren die erste Pokémon-Edition, die ich tatsächlich mal wieder durchgespielt habe. Also von denen, die neu rauskamen. Ich fand es eigentlich wirklich okay. Also ich fand es sogar wirklich spaßig. Ich fand es auf jeden Fall spaßiger als Omega Rubin. Oder Sonne. Oder was gab es sonst noch? Mein XY habe ich als Neuwahl durchgespielt, aber danach auch immer wieder abgebrochen. Weiß nicht, irgendwas Schwert und Schild war eigentlich ganz nett. Vom Pacing her, schätze ich. So, wir wollen zum Kreis. Jetzt, wenn ich die andere Tür entlang gehe. Versuchen wir gleich. Hallo! Hast du dich verlaufen oder amüsierst du dich? Ich amüsiere mich hier gerade im Dunkeln. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Goldini, das ist Zeitverschwendung. Aber gut, gefundenes Fressen für Krokodok. Oh, X-Abwehr. Oh, clever. Ich meine, es reicht trotzdem nicht wirklich, um irgendwas auszuhalten, aber dennoch, schräg zurück. Dieser Trainer ist jetzt bestimmt stolz auf sich, dass er sich dazu entschieden hat, X-Abwehr einzusetzen. Stell ich mal vor, wie der Kampf ausgegangen wäre, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Man will es sich gar nicht vorstellen. Lass mich raten, du amüsierst dich. Irgendwie so eine genervte Antwort. Ich mag es, dass das hier einfach Zwielichtstatuen sind. Das ist ziemlich cool. Wie fühlt es sich an, sich Schritt für Schritt in der Dunkelheit, die Dunkelheit zu begeben? Ist okay an sich. War schon in dunkleren Höhlen Pokémon spielen. Elite Four Malcolm! Okay, Elite Four Malcolm, zeig, was du drauf hast. Die Top 4 werden wir besiegen. Mit der Aquaknarre. Lavita ist ein Gesteins- und Boden-Pokémon, sollte die Aquaknarre nicht überleben können. Oh, ich lag Gold richtig. Gute Arbeit, Krokodok. Gute Arbeit. Level 12 für Schneeblein. Schneeblein ist jetzt schon fast auf Level 20. Und ein Fukano. Oh, der Bedroher. Man muss sagen, Fukano ist schon sehr viel bedrohlicher als Krokodok. Deswegen verstehe ich auf jeden Fall, warum das Bedroher hat und Krokodok nicht. Und der Silberblick. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass dieser Kampf so weit gelaufen ist. Und das war Fukano. Wie viele Erfahrungspunkte? Ja, geht halt auch echt nicht viel. Ich schätze dich so ein, dass du furchtlos ins Ungewisse aufbrichst. Ich meine, das ist genau das, was ich mache, um diese Arena zu schaffen. Ick, es ist so hell! Überraschungsangriff! Das ist ja eine Überraschung. Ace Trainer Tia. Ein Klingplim. Oh, ich kann Klingplim so sehr nicht leiden. Damit meine ich, ich mag es designtechnisch nicht allzu sehr, weil es einfach nur eine dumme Glocke ist mit Augen. Zum anderen. Ich glaube, ich habe öfter darüber geredet, aber Palimpalim ist kein Pokémon, das eine Babyform gebraucht hätte. Palimpalim ist auch schon so wirklich nicht gut. Warum gibt er eben eine Babyform? Das ist absolut, das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist einfach nur, nein, das ist einfach nur dumm. Palimpalim selber ist schon so ein schlechtes Pokémon. Dann gibt er ihm eine Babyform, aber keine Weiterentwicklung. Was dachten die sich dabei? Wahrscheinlich für die Serie oder so. Schneeblein lernt... Verfolgung könnte noch hilfreich sein. Auf jeden Fall hilfreicher als Heuler. Habe ich schon gesagt, dass Heuler der erste Angriff ist, den ich verlerne. Verfolgung könnte irgendwann mal hilfreich sein. Deine Stärke ist regelrecht blendend. Ich muss meine Augen bedecken. Bedecke deine Augen. Was haben wir hier für ein Muster? Ein Herz. Dich habe ich auch schon bekämpft. Okay. Das ist ein wirklich großer Raum. Hast du hier nur Zeit verbummelt in der Hoffnung, dass ich dich sehe und zu einem Kampf herausfordere? Du bist ja bewusst, dass du ganz schön was auf die Ohren bekommen wirst. Ja, ich werde jetzt so hart auf die Ohren bekommen. Elite Four Kim. Schau ich das Griffel an. Das gibt aber gewaltigen Ärger für mich. Eiszahn. Stauner. Erstaunlich.
Und der Grokodok ist nicht zurückgeschreckt, was ich übrigens auch hoffen will, denn es ist ein Griffel. Ich weiß nicht, ob Griffel ein Pokémon ist, das eine mit irgendwas jemals zum Zurückschrecken bewegen könnte, aber wie es aussieht, da stimmt Grokodok mir da soweit zu und hat absolut nicht vor, sich zurückschrecken zu lassen. 211 Erfahrungspunkte. Schneeblein erreicht Level 14. Das geht wirklich schnell gerade. Ich vermute, der Habitak ist auch ein Pokémon, das nicht unbedingt allzu viele Erfahrungspunkte braucht. Porygon. Eiszahn, schätze ich. Ich glaube, ich habe nicht wirklich. Ändert das einen Typen? Nein. Warte, ich verwechsel es gerade mit Kecleon. Ich habe gerade seine Fähigkeit komplett mit der von Kecleon verwechselt und ich bin davon ausgegangen, dass es jetzt gleich zu einem Pokémon von Typ Eis wird, aber nein, absolut nicht. Kecleon habe ich das Gefühl, es ist immer ein ziemlich spaßiges Pokémon zu bekämpfen. Einfach weil man ein bisschen taktisch vorgehen, wenn man Kecleon bekämpft. Ich weiß noch nicht, wie es sehr läuft, wenn man mit Kecleon kämpft, ich vermute es nicht gut. Weil seine Angriffe einfach innerhalb von kürzester Zeit nach einem Angriff kein Step mehr sind. Und damit direkt sehr viel weniger Schaden austeilen. In irgendeinem Randomizer Nuzlocke hatte ich ihn, Kecleon. Das war Keklumu. Wo war Keklumu? War es Heart Gold und Soul Silver? Oder war es Smaragd? Ich habe keine Ahnung. Das hat bestimmt gute Arbeit geleistet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich hatte mal eins. So, hier ist der Mond. Wir gehen hier rein. Ah, okay. Man landet dann am Anfang wieder, wenn man falsch geht. Das ist ein bisschen langweilig. Ich dachte kurz, dass man vielleicht dann gegen einen Bonustrainer kämpft oder sowas. Die hätte ich natürlich auch noch mitnehmen müssen, aber so. Auch okay. Dann können wir direkt zur richtigen Tür gehen. Aber erstmal werde ich mich aufheilen. Okay. Versuchen wir es auf ein neues. So, das Zeichen hier ist dieses Mal das Quadrat. Die werden also jedes Mal, wenn man den Raum verlässt, geändert. Hier haben wir einen Stern. Wo ist der Stern? Das ist kein Stern. Das ist eine Sonne. Kein Stern. Stern! Und wir sind bei der Arena-Leiterin, da würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Ohoho! Endlich bist du ihr R gekommen! Seit in diesem Land ich gekommen bin, will ich immer neue Dinge lernen. In dieser Stadt gibt es die Wettbewerbe, no? Das sage ich zu mir. Oh, und war. Ich werde sie gewinnen. Und deshalb bin ich so angesogen. Es ist wie eine große Performance. Außerdem habe ich Pokémon viel studiert. So, ich bin die Arena-Leiter. Ja, ist okay. Können wir anfangen. Kommt sie eigentlich aus der Region von Generation 6, der Name mir entfallen ist? Ich frage mich, ob sie da vorkommt. Ein Omot. Omot ist gefundenes Fressen für Krokodok auf vielen Ebenen, aber hauptsächlich, weil ich Eiszahn beherrsche. Omot war doch Käfer und Flug. Nein, ich glaube, Omot ist Käfer und Gift. So, die Stachelspore ist tatsächlich äußerst kritisch. Warte, Alter, ist er nicht gegangen? Komm schon, bist du vom Typ Flug? Nein. Das ist okay. Dann können wir zur Abwechslung Biss einsetzen. Nicht, dass es einen Unterschied macht, aber sei nicht verwehrt. Paralysiert. Das ist okay. Krokodok kann auf jeden Fall eine Menge von Omot austanken. Und ich werde Krokodok mal erstmal noch drin lassen, damit es das besiegt. Und dann nachher werden wir weitersehen. Müssen eine Heilung vielleicht einsetzen. Das ist ziemlich gut. Ich bin immer sehr dankbar, wenn Trainer ihre Heilung für nicht ganz so gute Pokémon verschwenden. Konfusion. Au. Biss. Willst du noch eine machen? Nein, okay. Keine weitere Heilung mehr. Aber dafür können wir den Kampf zu Ende bringen. Schätze ich. Paralysiert. Nächste Runde. Machen wir nächste Runde. Kein Problem. Sehr gut. Dankeschön, Krokodok. Der Kampf hätte schneller vorbei sein können, wenn Krokodok nicht mit dem Eiszahn einmal daneben geschlagen hätte. Aber ich werde dir verzeihen, Krokodok. Ich werde dir verzeihen. Level 15 für Schneeblein. Ein Tanheel. Ich denke, ich werde die Gelegenheit nutzen, um ganz spontan und unauffällig zur Sitzbank zu wechseln. Fällt gerade auf, ich habe echt nicht viele Pokémon, die tatsächlich im Kampf was bringen. Das ist ein bisschen kritisch. Vor allem Gluta sollte sich dringend weiterentwickeln.
Luther ist in der aktuellen Form echt nicht so hilfreich. Tannehill ist glücklicherweise ein komplett nutzloser Gegner. Tannehill kann, glaube ich, keinen anderen Angriff lernen als Bodycheck. Ich glaube, Metallklau und Konfusion lernt es erst, wenn sich zu Metang weiterentwickelt. Das sollte also mein Leben ungemein erleichtern. So, Aquavelle. Und da geht Tannehill. Heilung. Okay, 2 KP geheilt. Und Schneeblein bekommt kein Level ab. Schnurrgast. Oh, das ist ein vernünftiges letztes Pokémon. Sind wir schon so weit? Das ist meine letzte Pokémon. Konfusstrahl. Ich glaube, Schnurrgast war vom Typ, Typ Unlicht. Warum soll ich mich da immer täuschen? Das kann auch normal sein. Ich glaube, es war auch eins der Pokémon, von dem ich immer verwechsel, von welchem Typen es ist. Einfach wegen der Farbe, weil es aussieht wie ein Unlicht-Pokémon, aber keine Ahnung. Versuchen wir die Hydro-Pumpe. Die Finte? Na, dann wiederum setzt es Finte ein. Das ist schon, das spricht soweit erstmal für Unlicht. Viel Schaden macht Hydro-Pumpe. Oh, das ist hervorragend viel Damage, ehrlich gesagt. Okay, noch eine Hydro-Pumpe und wir haben den Kampf gewonnen, wie es aussieht. Ziemlich angenehm soweit. Schnurrgast ist verwehrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Hydro-Pumpe! Yes! Oh, ich muss Rasierblatt... Oh, ich muss Gluter Rasierblatt noch beibringen. Die TM habe ich doch nicht grundlos gefunden. Und so haben wir den Orden erlangt. Was, das ist der dritte oder vierte Orden? Ich glaube, es ist der dritte gerade mal. Schneeblein erreicht Level 16. Du bist enorm stark, du beweist irgendwas. Ich kann das so schnell nicht lesen. Ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark. Und deine Pokémon sind auch sehr stark. Deine Stärke ist eine große Wunder. Ich werde geben dir diese Orden. Ey, ich weiß nicht. Irgendwas daran, wie sie redet. Ich habe das Gefühl, dass das... Ich weiß nicht. Oh, ich kann Auflockern außerhalb eines Kampfes einsetzen. Cool. Dieser TM ist Ebelhieb. Also, Rasierblatt. Rasierblatt wird der gute Gluter lernen, denn Gluter ist ein Rasierblatt-Kämpfer. Ich würde sagen, wir können Megasauger wegpacken dafür. Ich meine, ich mag die Idee, dass wir uns mit Megasauger aufheilen können, aber... Megasauger schon echt schwach. Kann den Himmelhieb aus irgendwelchen Gründen jemand lernen? Krokodok und Trashy. Ja, ich werde Krokodok Himmelhieb beibringen. Ich meine, spreche nichts dagegen. 85er Angriff. Ja, Raserei kann auf jeden Fall weg. Und damit haben wir auch ein etwas weiter gestreutes Moveset, was auch schon mal ziemlich hilfreich ist. Okay, dann hauen wir ab soweit. Moment, lass mich nachschauen, wie viele Orden wir haben. MOP männlich. Arenaleiter. Weil das war Orden Nummer 5? Ich muss den Orden sauber machen. Moment, ich muss den auch sauber machen. Der ist ganz verschmutzt. Kann ich ihn noch, nicht noch weiter zum Glänzen bringen? Wir haben auf jeden Fall 3 Ordner. Warum ist die Reihenfolge so seltsam? Soll das so? Ich vermute. Aber gut. Dann haben wir eine Menge Abenteuer in Herzhoven erlebt. Wir haben den Bell schon lange nicht mehr getroffen, oder? Ich wollte jetzt sagen, oder Team Galaktik, aber Team Galaktik haben wir eigentlich schon relativ nahe Vergangenheit getroffen. Auflockern hilft mir aber jetzt auch nicht wirklich, irgendwo hinzugehen. Auflockern bringt, dass man damit Nebel entfernen kann, worauf ich wahrscheinlich verzichten werde, weil... Ich darf jemanden eine VM beibringen? Ich glaube nicht. Von gut, glaube ich, auch nur eine Nebelstelle im Spiel oder so. Auflockern ist dumm. Spätestens bei Auflockern hätten sie darüber nachdenken sollen, ob sie nicht einfach... Oh, hier ist das Osthof vom Platz der Treue. Ob sie nicht einfach VMs knicken sollten. Aber zu dem Entschluss kamen sie erst Generation 5. Größtenteils. Dann sind, ich glaube, man braucht in Schwarz und Weiß nur einmal den Zerschneider und sonst sind alle VMs optional oder so. Vielleicht braucht man Surfer noch. Keine Ahnung mehr.
Ich möchte mit Luther spazieren gehen. Genießt mir die Zeit, Luther. Luther gähnt zufrieden. Stell dir vor, es würde unzufrieden gähnen. Sprich mit deinem Pokémon, manchmal findet es sogar Items. Das mache ich. Da liegt ein Item. Eine Gieferbeere. Schön. Na, ich glaube, hier liegen keine Items am Boden. Das bringt mich hier hin. Das bin ich wirklich was. Das heißt, wir müssen durch die andere Ruine gehen. Die eine, die noch übrig... Warte, hier sind nur zwei. Hey, wie komme ich da unten zum Item hin? Da muss ich zu dem Wüstenteil, aber... Hä? Ich habe das Gefühl, uns fehlt noch ein Weg irgendwie. Und ich glaube, ich bin gerade nicht in der Lage, dazu herauszufinden, wo der Weg ist. Vielleicht kann man irgendwo Kraxler einsetzen. Aber kann man irgendwo Kraxler einsetzen? Ist das eine Sache? Sieh was? Ich sage, es liegt daran, dass man irgendwo Kraxler einsetzen kann, um irgendwo hochzuklettern. Ja, wir sind fertig mit Herzhofen. Wo muss ich als nächstes überhaupt hin? Was haben wir für Optionen? Nach links geht es auch wieder nur zum Kraterberg. Und im Kraterberg waren wir an sich. Wir können doch hier einfach weitergehen. Trostu und Route 209. Ich bin bei einem Professor und Freund und erzählte mir Folgendes. Wenn du ein paar Pokémon in der Pension lässt, finden sich danach manchmal Eier. Also etwas ähnliches wie Eier zumindest. Ob es Professor Lind wohl gut geht? Der von der Schokolade? Oh. Tada! Hast du mich schon wieder warten lassen, Mopi-Man? Ich wär's zwischen stärker, du oder ich, finden wir es jetzt sofort heraus. Hey, du bist jetzt ein Trainer, also musst du immer mit deinem Kampf rechnen. Kein Jammern, kein Zögern und los geht's. Du sagst es, kein Jammern, kein Zögern, los geht's. Lazy Jochen, das gefällt mir immer noch. Oh, Lazy Jochen, warum? Warum, Lazy Jochen, warum? Warum hast du ein Kyogre? Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, um direkt unsere Rasierplatte auszuprobieren. Aquavelle. Sollte nicht so viel Schaden machen. Es ist halt doch immer noch ein Kyogre und es regnet. So ist auch eine Aquavelle ein absolut zerstörerischer Angriff. Rasierblatt! Oh Gott, es ist stärker. Es ist schneller. Stärker ist es auch, aber hauptsächlich ist es schneller. Okay, Rasierblatt. Schauen, wie viel Schaden macht das. Auch nur so knapp die Hälfte. Oh ja, ich kann auch fies sein. Ich kann auf jeden Fall... Ich könnte jetzt auf jeden Fall problemlos noch eine Aquavelle überleben, aber... Es ein Volltreffer landet, wird Gluter tot sein. Das heißt, wir genehmigen uns mal eben einen Supertrank. Weil ich ja auch genau 50 KP aufgealtert, also sowieso nichts sehr verschwendet oder so an dem Punkt. 24 Schadenspunkte macht das Ganze. Ich hoffe, dass Rasierblatt ein Volltreffer wird. Rasierblatt ist angefangen auch eine Volltrefferquote. Komm schon. Lass Jochen auf jeden Fall keine Heilung einsetzen. Oh, Gluter! Du hast den Kyogre zu Boden gebracht. Das ist eine kräftige Leistung. Und Schneeblein erreicht Level 17. Schneeblein Aeroas! Oh, yes. Oh, ja, yeah. Bitte, gib mir Aeroas. Aeroas kann nicht daneben gehen. Das heißt, wenn wir in der Nebelregion unterwegs sein, kann Aeroas sehr, sehr hilfreich sein. Wingull. Ah, kein Flugangriffe. Das heißt, ich würde echt gerne zu Krokodok auswechseln. Los, Krokodok! Wingull setzt Weißnebel ein. Oh Gott. Der Weißnebel bringt das Spiel zum Crashen. Soll ich auf... Entfernt auflockern auch Weißnebel? Ich habe keine Ahnung. Ich wundere mich. Flügelschlag? Ich wusste, dass du Flügelschlag kannst oder irgendwas anderes derartiges. Einen sogenannten Flugangriff. Und das war Wingull. Ist nicht für seine Verteidigung bekannt, muss man sagen. Es regnet weiter. Was hat der alte Jochen sonst noch alles? Ein Dinktri!
War Diktri sein Starter-Pokémon oder so? Weil es nicht das erste Mal, dass er sein Diktri einsetzt. Ach, komm schon. Diktri hat sich eingegraben. Ich werde so weiter auf jeden Fall auf die Aquaknarre gehen. Denn die Aquaknarre sollte durch den Regen relativ akzeptabel verstärkt sein und Diktri hat sowieso bekanntermaßen eine ziemlich miserable Verteidigung. Yep. Da ist nicht viel übrig geblieben. Und es gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Level 28 für Krokodon. Können wir überhaupt schon auf Level 28 sein? Wir haben gerade mal 3 Orden in dem Spiel. Ab irgendeinem Punkt so... Ach ja, Europe war das Starter-Pokémon. Ab irgendeinem Punkt sollten wir wahrscheinlich Schlag auf Schlag Orden bekommen. Denn irgendwie... Ja, ich habe das Gefühl, wir sollten schon mindestens 5 Orden haben an dem Punkt oder so. Von der Levelkurve her, aber wir werden sehen, wenn der nächste auftauchen wird. Was zum bisschen Schwierigkeiten aufgeben ist keine Option. Das stimmt, das ist wirklich nicht. Du kannst auf Flucht drücken, aber es ist keine Option, hat sich aus dem Trainerkampf abzuhauen. Und das war Europe. Wie viel EP braucht Habitat noch? Oh, noch ein paar. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja. Yeah. Ah, ich soll das heißen, ich habe verloren? Ich hatte mir doch eine absolut sichere Strategie zurechtgelegt. Hey, Opie Männlich, sag mal, erinnerst du dich an die Strategie? Jeder deiner Treffer muss sitzen. Lass dich nicht vom Gegner erwischen. Das war eine abgefahrene Strategie, aber sie ist kein roten Heller wert. Schätze, ich muss jetzt mehr Einsatz zeigen und das Team richtig aufbauen. Naja, ja, dann verziehe ich mich mal. Wir sehen uns. Das nächste Mal kippst du aus den Latschen, wenn du siehst, wie ich mich entwickelt habe. Ich meine, du hast einen Kyogre und den Kampf trotzdem verloren. Das ist ehrlich gesagt ziemlich schwach. Wenn ich das mal so sagen darf, denn... Ich meine, komm schon. Kyogre ist kein Pokémon, mit dem man einfach so Kämpfe verliert. Ich würde meine Pokémon unglaublich gerne aufheilen. Und dann verlassen wir Herzhofen und dieses Mal wirklich unter Umständen. Und dann wird Habitat Level 20 erreichen. Und dann werden wir sehen, zu was es sich entwickelt. Ich persönlich hoffe, dass es zu einem Kyogre wird. ich weiß gar nicht, was ich mir sonst generell wünschen würde. Irgendwas Starkes. Ich hätte auch unglaublich gern mal... Ich meine, Despotar wäre ziemlich fürchtig, weil es Sandsturm macht, aber... Ich hätte schon gerne mal ein Despotar in der Nasog-Challenge. Auch wenn wir zugegeben in Heart Gold und Soul Silver nah dran waren. Beziehungsweise Heart Gold. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Da hätte ich fast eins wandeln können, aber... Im Endeffekt, ich glaube, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht, weil es ein Volltreffer wurde oder sowas. Irgendwas Dummes. Los, Krokodok! Der Biss! Und ironischerweise war es sogar ein Fleckmon-Brunnen, wo ich in Hard Gold das, Oh, Schneeplan ist gerade mal Level 18. Das wird doch noch ein bisschen mehr. Es war ironischerweise ein Fleckmon-Brunnen, wo ich das Despotar hätte fangen können in Hard Gold. Das war gerade ironisch, weil ich gegen einen Fleckmon gekämpft habe, wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist. Und klammere bitte nicht den Krokodok. Das ist nicht gestartet. Der Krokodok will nicht umarmt werden. Und auch umklammert. Ein Moorlord. Ich denke immer noch, dass das bald dumm aussieht, aber ich denke, Moorlord ist ein gefundenes Fressen für Glutter. Sollte sich Glutter nicht sogar auf Level 30 weiter? Ich sollte auch mal googeln, wenn sich das weiterentwickelt. Denn je früher wir das Schelchereien loswerden, desto besser, wenn ihr mich fragt. Und das war Moorlord. Ein Boden- und Wassertyp, wie sich herausstellt, kommt nicht gut mit der Pflanzenangriffen zurecht. Und da ist das Despotar. Das wollte aber ich haben. Das giltet überhaupt nicht. Ich wollte eins haben und nicht mein Gegner. Rasierblatt. Oh, es kann sogar schon Steinhagel. Oh, so stark. So stark. Auch wenn ich sagen muss, dass es sehr schade ist, dass bei Despotar Erdbeben nicht mehr Stab ist. Aber ich werde Despotar trotzdem Erdbeben beibringen. Es neigt dazu, ein sehr starker Angriff zu sein. Oh, es kann nur noch Kreideschrei. Oh mein Gott, Kreideschrei und Steinhagel. Und dann ist der Gegner soweit erledigt.
Oder Rasierklinge gegen... Rasierblatt. Nicht Klinge, sondern Rasierblatt gegen Despoter. Dann ist Despoter erledigt. Level 19 für Schneeblein. Wir sind so nah dran. Sehr gut, deine Pokémon sind in tadellosem Zustand. Das ist mir auch schon aufgefallen, ehrlich gesagt. Packen wir sie jetzt mal an die erste Stelle. Und gehen ins hohe Gras. Das ist doch eine neue Route, richtig. Lass mich das mal eben noch nachprüfen. Route 209, Route 208. Ja, das ist neu. Okay, es ist kein legendäres Pokémon. Das ist schon mal ziemlich gut. Oh mein Gott, ein Rizeros! Oh, das war genauso gut wie... Wisst ihr was? Im Kontext der Nasog ist das sogar noch besser. Das ist sogar noch besser, als einfach nur ein Despotar zu haben. Das macht nämlich keinen Sandsturm. Oh, yes! Wir können es theoretisch auch weiterentwickeln. Oh, es sei denn eine Weiterentwicklung. Wenn wir das Ding uns dafür bekommen, aber mal schauen. Oh, Rizeros ist ja an dem Punkt gar nicht mehr die letzte Stufe. Ist Rizeros überhaupt noch stark? Wird schon stark genug sein. Sollte auf jeden Fall gute Angriffe lernen. Stampfer. Ja, yeah, Stampfer macht akzeptablen Schaden, vor allem dafür, dass er auf Level 17 ist. Habe ich irgendwas? Ich denke, ich könnte es mit Krokodok und dem Biss schwächen. Oder? Nein! Ich würde jetzt sagen, oder? Wir werden es einfach fangen, aber nein, nicht ganz. Der Rutenschlag. Krokodok. Und dann wird gebissen. Und wir hoffen, dass es kein Volltreffer wird, ausnahmsweise. Das mit der Verwirrung gefällt mir gerade auch gar nicht. Okay. Ich hatte kurz ein bisschen Sorgen, dass der Biss vielleicht zu stark sein könnte, aber meine Sorgen waren dann doch etwas unbegründet. Das muss auch jetzt drin bleiben. Ich meine. Hey, hey, hey. Ihr habt dich so gut geschwächt und du bleibst nicht drin. Guten Schlag müssen wir auch ein bisschen im Auge behalten, dass es sie nicht so oft einsetzt, denn sonst wird Krokodok irgendwann enormen Schaden nehmen. Und das würde ich doch auch gerne vermeiden. Ich drücke gerade runter und B fürs Protokoll. Für Rizeros wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das Stehen auf seinem Hinterbein, dann hat es klüger gemacht. Leider ist es aber auch sehr vergesslich. Der Bohrer. Nehmen wir den Namen mit Bohr. Ist ja was? Wir nennen einfach Bohrer. Der Bohrer. Dann laufen wir noch kurz durchs hohe Gras. Um ein wildes Pokémon zu bekämpfen, welches uns dann genug Erfahrungspunkte gibt, um Habitak auf Level 20 zu bringen. Und dann können wir uns mal unser Team soweit anschauen. Je nachdem, was wir dann alles haben. Eventuell haben wir dann ein relativ akzeptables Team soweit parat. Aber mal schauen. Und wahrscheinlich wird Stinklor gekickt, tut mir leid. Aber Stinklor kann dann wieder relevant werden, sobald wir einen Stein gefunden haben. Dann will ich Stinklor erst ein bisschen trainieren. Denn ich würde mir sagen, dass ein Stinklor lernt, vor allem Stachelsporen und sowas will man haben. Vielleicht sollen wir Schneeblein selber kämpfen lassen. Genau, vor allem sowas will ich haben. Das heißt, das will ich noch beibringen und dann will ich es weiterentwickeln. Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du noch? 754. Vielleicht werden wir dafür doch noch einen Trainer mitnehmen, ehrlich gesagt. Also gut. Dann schauen wir doch mal, wie wir unser Team gestalten werden. Mann, ich wundere mich, wen ich kicken werde. Forsch. Mag es zu entspannen. Wer nicht? 51 Angriff für Level 17 ist ziemlich gut. Nur Normalangriff ist nicht ganz so gut, aber akzeptabel. Stinklor? Du bist noch nicht komplett raus, okay? Du bist größtenteils raus, aber noch nicht ganz. Es kann auch alles passieren. Wir müssen nur darauf hoffen. Wir müssen nur daran glauben. So. Dann würde ich sagen, wir suchen noch schnell einen Trainer. Und dann bringen wir Habitak auf Level 20 und sehen, was wir bekommen.
Dann sollte ich mich wahrscheinlich irgendwann mal darum kümmern, dass ich ja... Das ist ein Trainer. Hallo. Und eine Profi-Angel. Ich hätte gerne eine Profi-Angel. Dankeschön. Genau, und dann... lass mich bitte in Ruhe. Doppelter Spaß. Ich meine, die Profi-Angel erinnert jetzt nicht allzu viel für uns. Gehst du auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Nein, das tue ich nicht. Und da oben rechts wäre noch ein Item gewesen. Eine Yonago-Beere. Ja, das Item müssen wir mitnehmen. Ich habe generell schon lange nicht mehr auf das Item-Radar geklickt. Hin und wieder sollte ich das noch machen. Auch wenn es echt nervig ist. Wir sind stark, da wir zusammen kämpfen. Dann beweist man, ob ihr stark seid. Ich glaube dann, dass ihr stark seid, wenn ihr Dialga und Palkia einsetzt. Lurak und Skorgler, erbärmlich. Außerdem sind das zwei Pokémon, die sehr gut im Kampf gegen die beiden sind gerade. Hydro-Pumpe auf Lurak und Eiszahn auf Skorgler. Drachenwut. Unangenehm. Glaubt ihr, wir bekommen im Laufe der Nuzlocke noch einen Lurak? Ich meine, bisher habe ich in jeder anderen Nuzlocke-Challenge, die ich zuletzt gemacht habe, mindestens zwei Glurak bekommen. Bisher haben wir nur einen Glumander hier. Ich meine, wir haben den Gluter, das zählt. Und vielleicht wird Gluter ja noch aus irgendwelchen Gründen zu einem Glurak. Das fände ich übrigens ziemlich cool, wenn Gluter noch ein wirklicher Gluter werden würde. Und Gluter ist ein Guter. Aquaknarre. Der stärkste Angriff. Das war hervorragender Damage dafür, dass es so eine dumme Aquaknarre war. Mein Gott. Dein Wiederum ist Kokodok auf 6 Level über dem Glurak. Okay, und das sollte für Level Up reichen. Komm schon, Level Up. Level Up. Level Up. Nein! Das ist kein Level Up. Wie ist das kein Level Up? Ich gehe jetzt zum Item rüber und hoffe, dass ich dann ein wildes Pokémon sehe, damit wir Level Up bekommen. Komm schon. Du schon wieder. Maskeregen gibt halt nur echt wenig Erfahrungspunkte. Aber okay, Hydro-Pumpe. Mein Moral ist ein bisschen, was der Hydro-Pumpe angeht, ein bisschen angeknackst, seit sie gerade eben einmal daneben gegangen ist. Ist immer noch eine wirklich gute Trefferquote, aber einmal daneben macht mich schon ein bisschen nervös, ob ich es noch weiterhin einsetzen sollte, ehrlich gesagt. Oh, 7 KP geheilt. Schneeblein erreicht Level 20. Darauf haben wir gewartet. Okay, Schneeblein, zu was wirst du? Oh, yes! Der Name Schneeblein passt jetzt doch so besser, so viel besser. Dein Schneeblein wurde zu voluminös. Schau ich den Schnabel an. Das ist ein mächtiger Schnabel, den der Schneeblein da hat. Stein und Stahl mäßig prügelt sich gerne. Ich meine, das hat eine gute Verteidigung soweit. Die Angriffe sind ungünstig, aber ja, ich denke, das hat Potenzial soweit. Problem ist natürlich, dass wir jetzt zwei Wasser- und zwei Gesteins-Pokémon im Team haben. Ich werde erstmal EP-Tyler soweit Rizeros geben, denn ich habe das Gefühl, Rizeros wird uns schneller tatsächlich im Kampf was bringen können, aber... Schneeblein werde ich nicht vergessen. Vielleicht sollte ich... Ah. Ich würde Schneeblein an sich auch gerne jetzt direkt trainieren, aber ich glaube, es kann nicht für sich selbst kämpfen. Noch nicht, weil es nicht wirklich Angriffe hat, die irgendwas bringen. Habe ich an TMs irgendwas? Stahl oder... Ich brauche einen Stahl- oder Gesteinsangriff. Ja, nicht so wirklich. Ist überhaupt nicht. Ugh. 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 Ja. Schwierig. Ich würde aber fast sagen, wir haben eine Menge Pokémon gefangen. Wir haben eine Menge Pokémon entwickelt. Und unser Team, ich denke, es ist soweit ziemlich cool. Ich muss nur noch ein bisschen trainiert bekommen. Ich denke, ich werde mal schauen, dass ich bis zum nächsten Mal Rizeros und Voluminas noch ein bisschen trainieren werde. Irgendwo gegen wilde Pokémon. Vor allem Rizeros sollte sich da okay anstellen. Dass sie ungefähr, ich würde gerne, dass sie anschreiben, dass sie wenigstens auf Level 25 sind. Und dann würde ich sagen, das werde ich bis zum nächsten Mal in Angriff nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Und dann gehen wir weiter mit einem vollen Team.
bis auf Trashy, aber Trashy wird der... Es wird dann wieder relevant, wenn es sich weiterentwickeln kann, okay? Trash hat für uns beim letzten Mal den Wettbewerb gewonnen. Und das ist eine große Leistung. Ich möchte nicht, dass das untermauert wird. Bis dann. Gute Nacht.